Weiter geht es mit einer neuen gefährlichen Folge Silent Hill Homecoming. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter. Wir sind hier immer noch im Knast und finden leider keinen Ausweg. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, es gibt einen Ausweg. Nämlich eine Bewertung und gerne auch kommentieren. Ja, super wichtig zu kommentieren. Es ist so unglaublich wichtig. Versperrt. Habe ich einen Schlüssel? Wheeler, you there? The damn radio keeps going out. I'm glad you're back. Listen, this door is jammed. I need your help. Okay, I can see you. That's the entrance to the A block. Okay, go back. Okay, hat mich da eben gerade nur Wheeler beobachtet? Oder gibt es hier noch andere, die vielleicht ein Auge auf uns geworfen haben? Ach, hier oben ist ein Speicherpunkt. Ich werde ihn vermissen. Denn er hat mir Geborgenheit gegeben. Öffnen? Niemals, oder? Never. Nee, die ist unten so ein bisschen verbeult. Oh oh, mein Funkgerät wird ganz nervös. Und ich habe immer noch keine Munition. Also, ich bin sehr, sehr anfällig. Moment, hier geht's auch nicht weiter. Er hat doch gesagt, geh zurück. Wo soll denn hier ein Gegner sein? Kann man das zerstören? Nee. Da oben ist ein Loch. Kann ich irgendwas hier befummeln? Auch nicht. Okay, wir gehen nochmal hier durch. Okay. Ah. Right. Irgendwo da runter und dann rechts, sagt der alte Wheeler. Ich muss sagen, die Texturen, ne? Dafür, dass das Spiel schon so alt ist, die sehen halt echt nicht schlecht aus. I'll let you know. Die sehen echt nicht schlecht aus, weil zum Beispiel in Singularity, finde ich, sind die Texturen einfach ganz mies aufgelöst, wenn man daran geht. Aber hier geht's. Erstaunlicherweise geht's hier voll in Ordnung in Homecoming. Na, ich bin mal auf Downpour gespannt, weil das ist ja wirklich dann nur noch Konsole. Oh, hier geht's raus. Dann war mal, da müssen wir doch nochmal hier oben hin. Und uns ein wenig genauer umsehen. Yep, hier geht's rüber. Hier geht's gar nicht rüber. Hinabklettern. Ah, ich hätte schwören können, der kann hier... Ah, okay, hier geht's. Der kann hier easy rüberjumpen. Och nö, wieder so ein Ding. Was ist das denn hier, ein Radio? Es ist ein Radio, aber es funktioniert nicht. Antennendraht. Alright, ein Radio, aber es ist tot. Es ist eine Toilette, aber sie funktioniert nicht. Toilettendraht. Ja, aber es reicht ja nicht. Wir brauchen ja mehr, ne? Ich glaube, zwei müssen wir finden. Mhm. Ist aber immer noch nicht genug. Wahrscheinlich dann irgendwo draußen. Warte, hier kann ich noch rein? Gibt's hier? Ah. Der Scheinwerfer ist zerbrochen. Die Kabel liegen frei. Kabelstück. Der Mann ist halt einfach echt begabt. Der ist echt begabt. Der bastelt einfach. Ein Mann der Tat. So, und... Bitteschön. Ich habe das Kabelstück benutzt. Im Verteilerkasten fehlt ein Kabel. Aha, dann doch vielleicht noch der Hof, ne? Hinabklettern. Kann ich hier irgendwas? Maybe? Oh, hier geht's auch nochmal raus. Scheinbar hat jemand die Matratze zum Flüchten benutzt. Ist ja auch ein langer Weg nach unten. Dieses Tor wird sich nicht bewegen. Niemals.
Bams. Hier ist ein paar Werkzeug. Jemand wollte hier wohl etwas reparieren, hat aber keine Zeit mehr. In diesem Werkzeugkasten befindet sich ein loses Kabel. Elektrokabel erhalten. Tja, da wollte jemand noch, aber ihr wisst ja, wie es ist. Silent Hill. Und schon keine Zeit mehr gehabt, der Arme. So. Ich habe das Elektrokabel benutzt. Jetzt sind alle Verbindungen wiederhergestellt. Okay. Boah, ey. Woran realisiere ich, was wie wohin muss? Ja, Moment, ich weiß jetzt wieder, wie es geht. Was? Nein. What? Moment. Okay, das ist ja gar nicht verbunden. Hä? Ey, das Klicken ist so... so merkwürdig verbinden, ja. Was ist denn... Okay, jetzt. Nochmal, wie wähle ich das hier aus? Ich will es hier hin machen. So, jetzt. Rot ist schon mal hier richtig. Gib mir das Blaue. So kann ich das Blaue nicht verbinden. Das Problem ist halt, ich sehe nicht, was Sinn ergibt. Du kannst einfach nur alle durchgehen. Du kannst einfach nur alle irgendwie durchgehen. So, zieh mal da dran, mein Junge. Jetzt hat sich das hier geöffnet. Deswegen habe ich jetzt hier auch mal einen Cut gemacht, weil ich wirklich da saß und bin einfach alle Kombinationen durchgegangen. Klar, es gibt dir einen Hinweis mit diesen Lichtern. Oh, ein Serum. Nicht schlecht. Es gibt dir einen Hinweis mit diesen Lichtern, aber diese Lichter, die sind auch irgendwie irreführend, weil ich hatte dann ja ein paar Ansätze, die richtig waren. Dann habe ich in der hinteren Reihenfolge irgendwas verändert und dann gingen die Lichter wieder nur bis 1 zum Beispiel und... Ach, keine Ahnung. Jetzt ist es gelöst, durchgeklickert und irgendwann hat es gesessen. Aber mir entzieht sich da so ein bisschen die Logik. Ich weiß, ihr da draußen könnt mir jetzt die Logik erklären. Ihr könnt jetzt... Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß, ihr wisst es. Ich weiß, ihr habt da wieder irgendwie die absolute Profi-Ahnung. Ihr habt das drauf. Sollte jemand diese Nachricht finden, ich kann dabei helfen, das Tor zu deiner Freiheit aufzustoßen. Aber um deinem Schicksal zu entrinnen, musst du erst die Einzelhaft besuchen. Gefangene Nummer 110391. Das werde ich mir doch niemals merken. So, was hat er denn noch geöffnet? Da haben wir das Kabel rausgezogen. Müssen wir jetzt hier lang? Maybe. Nee. Ist versperrt. Ist zu. Nee. Brauche ich jetzt wirklich die Gefangenennummer? Warte mal, das finde ich. Ich wollte mal gucken, wo ist denn überhaupt mein Journal? Es gibt nämlich auch noch so eine Art Tagebuch. Oder ist es hier mit drin? Tagebuch, ja. Drawings Clues. Röntgenfilm. 110391. 110391. Das ist nicht ein bisschen zu lang? 110391. Ja, das ist wirklich. Kam mir irgendwie so übertrieben lang vor, aber das ist es halt. Oh shit, jetzt kommt eine krasse Szene. Mom. Jesus, what did they do?
Alex? Is that you? Mom, I'm gonna get you down. Okay, die arme Mutter, ha? Huh? Eingespannt. Bei der Reparatur musste ich so ein bisschen an Saw denken. Da gibt's noch ein paar andere Sachen später, wo ich dachte, Todesmaschinen. Okay, wir müssen eine Entscheidung treffen. Einverstanden, ich mach's, weil wir können sie daraus nicht befreien. Oder, es tut mir leid, ich kann es nicht. Wir wissen alle, was die gute Entscheidung ist, und zwar die gequälte Mutter zu erlösen. Denn sie ist ja nicht nur körperlich gequält, sondern wir wissen, sie leidet ja auch an einer schweren Depression. Schon immer. Auch schon, als wir noch zu Hause gelebt haben. Deswegen einverstanden. Ich tu's. It's okay. Das ist schon krass, Alter. Er musste seine Mutter erschießen, aber das Schicksal, in der Mitte durchgerissen zu werden, ist weitaus schrecklicher als eine Kugel. Und schon bin ich wieder drin in der Vorhölle. Eine Welt aus Rost und Fleisch. Hey, man kann speichern. Das heißt nichts Gutes. Aber hey, speichern. Das Gute ist, man kann hier die Speicherpunkte so platzieren, dass man diese Entscheidung alle wieder ganz easy nachspielen kann. Das ist es relativ in Ordnung, weil es gibt mehrere Endings. Ich werde die nicht alle zeigen, weil das Spiel ist so nervig mit den ganzen Abstürzen und allem. Aber es gibt halt ab jetzt mehrere Endings. Jetzt muss man wirklich die Speicherpunkte unterteilen. Es kommen noch ein paar andere, ich sag mal, Knackpunkte in der Geschichte. Und wenn du dich dann halt anders entscheidest, kannst du relativ gut die anderen Endings erspielen. Wenigstens haben sie das human gelöst.
Drehscheiben zum Drehen. Eingreifen lassen. Na komm, lang rein. Erinnert mich an Flash Gordon. Jetzt, Alter. Mach das besser nie wieder, Kumpel. Was, dieser Gegenstand kann nicht benutzt werden? Echt? Was? Na, oh no! Oh, nicht gut! Das war ja mies. Ja, jetzt werde ich von dem zerstückelt. Jetzt bin ich aus meinem Flow raus. Boah, das gibt's doch nicht. Wie übertrieben stark sind diese Klingenviecher. Schaut sie euch an. Ein Klingenhans, ne? Boah, endlich. Herz, ich brauche hier... Ah, hier sind Informations. Der Mensch, der sich ausgedacht hat, will es nicht. Der Mensch, der es sich gekauft hat, benutzt es nicht. Der Mensch, der es benutzt hat, weiß es nicht. So, was haben wir denn hier alles? Wir haben eine Krone. Haben wir hier noch einen Hinweis? Glück, wahrscheinlich. Nochmal. Der Mensch, der es sich ausgedacht hat, will es nicht. Der Mensch, der es sich gekauft hat, benutzt es nicht. Der Mensch, der es benutzt hat, weiß es nicht. Zeit kann es nicht sein, denn wir alle benutzen es. Ach, hier ist auch noch eins. Was ist denn hier drauf? Was soll das denn sein? Ein Schwert? Ein Sarg? Drehen. Wie drehe ich dich? Ah, so. Da muss ich da immer wieder reinkrapschen. Aber für die anderen habe ich gar keinen Hinweis. Ah doch, hier ist auch noch eins. Was der Mensch mehr liebt als sein Leben, mehr fürchtet als Tod oder Kampf ums Überleben. Was die Armen haben, die Reichen sich erkaufen und alle zufriedenen Menschen für sich erstreben. Was Geizhälse bezahlen und Verschwenderische sparen und jeder Mensch in sein Grab mitnimmt. Was könnte das sein? Jeder Mensch nimmt es in sein Grab mit. Ha. Huh. Der Sarg? So. Dann, was haben wir hier? Ups. So rum. Das Pferd? Was könnte das letzte sein? Hm. Glück? Geld? Herz, Zeit. Haben wir noch eine Tafel? Es müssen ja eigentlich drei Tafeln sein. Es müssen ja eigentlich drei Tafeln sein, oder? Ach, hier ist die andere. Ich stehe neben dem heiligen Mann. Die Monarchen fürchten meinen Zorn. Niemand vermag, meinen Weg zu gehen, stets auf dem gewundenen Weg.
Pferd. Neben dem Monarchen. So, jetzt muss ich noch hier... Was kann das sein? Der Mensch, der es sich ausgedacht hat, will es nicht. Der Mensch, der es sich gekauft hat, benutzt es nicht. Der Mensch, der es benutzt hat, weiß es nicht. Geld, das kann ja nicht sein, du. Achso, das ist der Sarg. Das ist der Sarg. Was der Mensch mehr liebt als sein Leben, mehr fürchtet als Tod und Kampf ums Überleben. Was die Armen haben, die Reichen sich erkaufen und alle zufriedenen Menschen für sich erstreben. Was Geizhälse bezahlen und verschwenderische sparen und jeder Mensch in sein Grab mitnimmt. Zeit. Schätze ich mal. Was kann ich denn... Kann ich die Zeit gar nicht auswählen? Doch so. Die Uhr. Lang mal rein. Und... Was geht da drin ab? Okay, das war richtig. An das Pferd konnte ich mich irgendwie noch erinnern. Den hatte ich noch im Kopf. Tja, ist eine scheiß Idee, aber hey, let's do it! Na, wie stellen wir das an? Einfach rausspazieren? Homie? Da tut sich nichts. Sind das irgendwelche Duschen? Das sind Duschen. Ganz schön ekelhafte Duschen. Boah, ich kann speichern. Okay, ich würde sagen, hier machen wir einen kleinen Break und sehen uns einfach wieder in der nächsten Folge. Ich speichere das Ganze jetzt hier mal ab. Das machst du mal einfach hier nochmal einen neuen Save Game, zack. So, und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen über eine klitzekleine, schmackhaft köstliche Bewertung. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und nicht an den Duschen spielen. Auf Wiedersehen und tschüss!